Ist das schon? Und willkommen zurück zu Skyrim in Hübsch. Wir sind gerade in der Botschaft der Talmor und wir müssen sie ablenken. Ich weiß Diese nur nicht Sturmwände wie. Sind nichts weiter als bewaffnete. Also, in die Objekte kann ich nicht Dieser rein. Krieg wird nicht mehr lange dauern. Ich kann mich nicht erinnern, euch bei einem von diesen Anlässen schon einmal gesehen zu haben. Nein, ich bin neu und hier. Und ich kenne jeden, der in Himmelsrand Rang und Namen hat. Oh. Ja, vielleicht sollte ich aufhören Bis zum zu reden. Nächsten Mal. Ja, da stimme ich euch zu. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten aus anderen Teilen von Himmelsrand? Ich weiß nicht, Ulfrichs Männer sind zumindest bereit, für ihre Prinzipien zu kämpfen. So barbarisch sie auch sein mögen. So gut wie Eol und Grau. Kein sehr fairer Vergleich, wenn ihr mich fragt. Schließlich arbeitet Eorlund in der Himmelsschmiede. Es gibt im Kaiserreich manche, die sich ihren Pflichten beim Ausmerzen der Talos-Ketzerei gern entziehen würden. Glücklicherweise haben sich jetzt diejenigen, die die kluge Politik des Kaisers am heftigsten ablehnen, nicht nur als Ketzer, sondern auch als Verräter gezeigt. Ich bin hier, um die herrschenden Klassen von Himmelsrand daran zu erinnern, dass ihre Kaisertreue die Kooperation mit den Talmor erfordert. Ach so, also Talos ist ein also Gott, gut. Der das Problem hat. Gut. Ich hoffe, es gefällt euch, mein... Tut mir leid, aber ich denke, ihr habt erst einmal genug. Was? Ja. Wie soll ich die Leute ablenken? Kann ich die Vase umschubsen? Nein, kann ich nicht. So, kann ich die aus meinem Inventar werfen? Inventar. Vase. Nein. Was kann ich jetzt machen? Wir sollen nicht mit den Gästen reden. Ja, ist klar. Wie kann ich euch dienen, mein Herr? Ich muss warten, bis alle bereit sind. Die Frage ist, wie kann ich das machen? Bitte, nehmt etwas mehr Wein. Welche Aufgabe? Natürlich nicht. Man lädt doch nicht die bedeutendsten Männer und Frauen. Ich möchte doch nicht das machen. Und serviert ihnen dann billiges Bier und altes Brot. Das ist nur ein Vorgeschmack auf die Vorteile, die man genießt, wenn man die Interessen der... Eine meiner wichtigsten Pflichten besteht darin, die Verständigung zwischen dem Altmeribund und den Menschen von Himmelsrand zu fördern. Okay. Außerdem überwache ich die Aktivitäten der Statthalter der Talmor in Himmelsrand, auch wenn der Krieg das leider unterbrochen hat. Solange das Kaiserreich seinen vertraglichen Verpflichtungen nachkommt, kümmert sich meine Regierung nicht um die Innenpolitik von Himmelsrand. Schön. Ja, recht häufig. Noch größeren Genuss als der Luxus selbst bereitet mir nur, ihn mit denen zu teilen, die ihn zu schätzen wissen. Aber ich höre auch gern den neuesten Klatsch und die interessantesten Gerüchte. Schön. Haben Sie bitte Spaß. Juhu, Spaß. Hinsetzen. Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen?
Hier, ich habe euch etwas zu trinken gebracht. Die einzige großzügige Seele in einem Heer von Pfennigfuchsern und alten Knausern. Wenn es hier etwas geben sollte, womit ich euch helfen kann, müsst ihr unverzüglich zu mir kommen. Wunderbar. Ich kann gleich damit anfangen, euch für eure Großzügigkeit zu entlohnen. Sprecht weiter. Ist das alles? Dann seid ihr an der richtigen Stelle. Man könnte sagen, dass es zu meinen Spezialitäten zählt, aus der Rolle zu fallen. Tretet zurück und bewundert das Werk meiner Hände. So. Alle mal aufgepasst. Könnte ich bitte eure Aufmerksamkeit? Ja, was benötigt ihr? Natürlich. Lasst mich mal sehen, ob wir davon noch eine Flasche haben. Ich werde an der Tür darauf warten, dass alle abgelenkt sind. Los, lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. Gut. Obwohl, die meisten von euch stecken ja ohnehin schon unter einer Decke mit ihr. Aber auch das natürlich nur im übertragenen Sinne. So weit, so gut. Die sind da drüber. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Wir müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Bleibt einfach in meiner Nähe und überlasst das Reden mir, kapiert? Folgt mir. Machen wir. Wer kommt da, Malbo? Ihr wisst doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mag. Ein Gast. Fühlt sich nicht gut. Lass die arme Seele in Ruhe. Ein Gast? In der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Natürlich. Regeln, Zavani? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen. Raus da! Ich habe nichts gesehen. Eure Ausrüstung ist in dieser Truhe. Ich werde die Tür hinter euch verschließen. Vermasselt das bloß nicht. Ich muss die Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht stimmt. Gut, dann macht das. Beeilung, wenn jemand auf der Feier... Ja. Abwesenheit bemerkt, sind wir beide tot. Hallo, weg damit. So, wo muss der jetzt hin? Ich muss die Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht stimmt. Achso, die Tür muss ich... Aha. Verschließt die Tür. Viel Glück, ihr seid jetzt auf euch allein vorbeimarschieren sehen. So wie. Gut. Jetzt nochmal speichern. Hören Sie. Oh, und ich wette, dass der Typ, der Talos, einen irgendwie sterben wird. Oh. Habt ihr etwas gehört? Das war jetzt sehr genial. Ja. Neuladen. Talmorische Botschaft. Weiter geht's. Wir müssen es irgendwie schaffen. Ach, das habe ich schon gemacht. Ups. Von Alinor eingetroffen sind. Gut, dann hätte ich gerne mal meine... Was? Wieso habe ich nicht mehr alles dabei? Wo ist meine Rüstung hin? Der hat mir meine Rüstung weggenommen. Wahrscheinlich macht sich Ihre Hoheit jetzt endlich wegen all dieser Drachenangriffe Sorgen. Ah, wieso? Gut. Ich hatte mich schon... Einmal kurz gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen... Fragt, wie wir das hier gegen einen Drachen verteidigen sollten. Hier, wenn tatsächlich ein Drache auftaucht, haben wir ja vielleicht Glück und er frisst die Magier zuerst. Das könnte uns genug Zeit verschaffen, um ihn zu töten. Keine Rüstung. Gut. Mir wäre es recht, wenn mal jemand diesen arroganten Mistkern die Meinung sagen würde. Für die sind wir doch nur ein niederes Fußvolk.
Okay. Nun, wir sollten besser wieder unsere Runden drehen. Nein. Wenn du hier reinkommst, bist du tot. Komm her und du bist tot. Was soll ich hier genau wie machen? Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne wissen, aber ich weiß nicht, wie ich mich hier verhalten soll. Okay, hier ist keine Tür. Gut. Aber wie komme ich jetzt hier durch? Ihr hättet, ihr seid tot. Oh! Aua. Okay. Ich bin tot. Ja, komm. Schlag mich. Ich habe keine Idee, wie ich das machen soll. Nein, sie sind hoch. Aber die gerade von Alinor eingetroffen. Objekte. Einmal mir alles. Meinen Helm anziehen und mein Schild. Einmal, wenn ich mein Pelzschild weg habe, habe ich 16 Rüstungswert. Das ist ja super genial. Das bedeutet, ich habe fast gar nichts an Rüstung. Wahrscheinlich jetzt endlich wegen all dieser Drachenangriffe sorgen. Ah, gut. Ich hatte mich schon gefragt, wie wir das hier gegen einen Drachen verteidigen sollten. Komm her. Nein, Tod, nicht der einzige Weg aus eurem Elend. Na, zu spät. Zu spät, schade. Okay. Ich habe etwa eine Idee, was ich machen soll. Aber ich bin wahrscheinlich zu schlecht gerüstet dafür, weil ich einfach. Wahrscheinlich macht sich ihre Hoheit jetzt endlich wegen all dieser Drachenangriffe Sorgen. Die Truhe ist komplett leer. Ah, gut. Ich hatte Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ausdauer. Nordbogen. Wenn tatsächlich ein Drache auftaucht, haben wir ja vielleicht Glück und er frisst die Magier zuerst. Das könnte uns genug Zeit verschaffen, um ihn zu töten. Ha! Das war schon ab. Was war das? So. Komm schon. Bitte lass es diesmal klappen. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Nein, du wusstest es nicht. Doch niemand hier. Komm, lauf zurück. Keiner ist hinter mir. Gut. Rein hier. Verstecken. Ziehen.
Schleichen verbessert auf 35. Boah, ich bin so gut im Schleichen. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Genau das hast du. So. Ihr hättet nie herkommen sollen. Halte mich da raus. Ich werde euer erbärmliches Leben beenden. So. Stopp. Einmal kurz meine Ausrüstung wechseln auf das, auf mein Schwert und auf das. So, dann nehme ich einmal... Ich habe keine Tränke dabei, scheiße. Oh nein. Wie soll ich denn das machen? Ich habe keine Tränke dabei, ich habe gar nichts. So. Oh nein! Scheiße! Scheiße! Ich hatte mich schon gefragt, wie wir das hier Drachen verteilen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Ich versuch's noch ein paar Mal. Mal gucken, wie ich das hinbekomme. Scheiße und ciao!